Mein Name ist Cyril Emisecco. Ich bin hier bei der EEM AG, verantwortlich für die Technik, Produktion, Entwicklung und Konstruktion. Die EEM AG ist ein junges Schweizer Unternehmen mit eigener Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Entlastungsstühlen und anderen gesundheitsfördernden Produkten. Die Wirbelsäule ist der Schlüssel zu unserer Gesundheit. Das hat Hippokrates schon vor rund 2000 Jahren erkannt und genau hier setzen wir an. Unter der Marke Grow Concept bieten wir verschiedene Produkte an, die die Gesundheit fördern und unser Hauptprodukt, den Entlastungsstuhl, ergänzen. Mit unserem Entlastungsstuhl können wir die Bandscheiben und Wirbelsäule komplett entlasten und somit den Bandscheiben die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Einfach hinsetzen und mittels Fernbedienung ganz einfach personalisiert einstellen über die Nackenstütze, die Achselstütze und die Armauflagen. In der Liegeposition kann man 15-20 Minuten pro Tag entspannen und man hat deutlich weniger Rückenschmerzen. Bei der Entwicklung unserer Produkte erkannten wir schnell das Potenzial des SLS-Verfahrens. Schnelle Fertigung von Prototypen und fast uneingeschränkte Formgebung der Bauteile. Auf der Suche nach einem geeigneten System für uns sind wir schnell auf die Sintertec AG gestoßen. Die Sintertec hat die Lücke geschlossen zwischen teuren Industriedruckern und den Filamentdruckern, deren Druckergebnisse nicht unseren hohen Anforderungen entsprachen. Die S1 erlaubt uns bereits während der Konstruktionsphase, die Teile zu 100% auf unser Produkt anzupassen. Bei unserem Entlastungsstuhl werden mittlerweile über 20 Bauteile und Komponenten mit der S1 gefertigt und verbaut. Wir fertigen sowohl Sicherheitselemente wie das Abdeckelement oder das Elektroschutzgehäuse, wie aber auch optisch anspruchsvolle Teile, die im Vordergrund stehen, wie die Fernbedienungshalterung. Oder natürlich auch unser spezielles Schnellverschlusssystem mit in sich beweglichen Teilen, was mit einem anderen Herstellungsverfahren so gar nicht möglich wäre. Bei uns in der Produktion ist die S1 nicht mehr wegzudenken. Ich bin überzeugt, dass das SLS-Verfahren vor allem im Bereich Engineering und Prototyping vermehrt erkannt wird und in Zukunft sicher auch häufiger anzutreffen sein wird.